Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist eine weitere Folge eines mehrteiligen Tutorials zum Thema Live Performen mit Ableton Live. Ja, und in Ableton Live gibt es etwas sehr Tolles, die Link-Schnittstelle. Die seht ihr hier oben. Mit der Link-Schnittstelle könnt ihr mehrere Programme, zum Beispiel Traktor und Ableton Live, über Link synchronisieren, damit ihr in Ableton Live eure Beats oder was immer ihr in Ableton macht, synchron zu dem, was ihr in Traktor auflegt, laufen lassen könnt. Und das Tolle ist, die zwei Programme müssen nicht am selben Rechner sein, sie müssen nur im selben Netzwerk sein. Das heißt, der DJ kann einen Rechner haben, euch so eine Link-Clock senden oder ihr sendet ihm eine. Ihr seid am zweiten Rechner, auf dem zweiten Laptop, habt dort Ableton Live. Ja, und dann könnt ihr sogar noch euer Handy oder euer iPad rausziehen und auch dort verschiedene Apps starten, wie zum Beispiel iMaschine 2 oder den iCaosillator von Korg. Auch diese Apps können synchron laufen. Eine unglaublich coole Geschichte, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wenn ihr diesen Link-Button hier in Ableton nicht habt, dann müsst ihr in die Einstellungen gehen, also hier im Live-Menü, Voreinstellungen. Und hier, wenn ihr geht auf den dritten Reiter Link MIDI, dann seht ihr Link-Schalter zeigen, verbergen. Der bin ich jetzt auf zeigen. Wenn der auf verbergen steht, dann seht ihr ihn hier nicht. Also wir schalten den jetzt ein. Jetzt ist er da. Und achtet darauf, dass euer Traktor entweder am selben Rechner ist, so wie bei mir, oder im selben WLAN. Wenn ihr das eher professionell betreiben wollt und wollt, dass das eine sichere Geschichte ist, dann gibt Ableton sogar noch Folgendes an. Für die sicherste und zuverlässigste Verbindung erzeuge eine Link-Session über eine direkte Verbindung zwischen zwei Rechner via Thunderbolt oder Ethernet-Kabel. Okay. Aber es funktioniert auch, wenn die zwei im selben WLAN hängen, was ich schon sehr faszinierend finde. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich starte also hier Link. Das ist jetzt nur mal aktiv, aber noch passiert gar nichts, weil er noch keine zweite Quelle gefunden hat. Jetzt gehe ich in meinen Traktor und schalte da Link ein. Hier gilt dasselbe, wenn ihr den Link-Button nicht seht, dann müsst ihr kurz in die Einstellungen, also Traktor Preferences, und hier gibt es die Global Settings und da ganz oben ist Show Global Section. Und nur wenn das geklickt ist, seht ihr hier oben diese Master-Sektion. Die seht ihr auch nicht, wenn ihr den Browser aufklappt, so wie ich jetzt gerade mit der Leertaste kann man das machen. Also schaut, dass ihr den seht, denn nur dann seht ihr den Link-Button und den klicke ich jetzt mal. Und dann sehen wir sofort diesen Streifen, der uns einen Takt anzeigt. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und genau denselben Streifen sehen wir, dass bereits synchron läuft. Okay, starten wir mal hier diese Geschichte in Ableton und meinen kleinen Beat hier, den ich gemacht habe, der sehr reduziert ist, damit wir besser hören, was dann über diesen Techno-Beat, der in Ableton mitgeliefert wird, drüber läuft. Und auf die nächste 1 starte ich das jetzt mal ein. Und selbst wenn ich jetzt Tempowechsel in Ableton mache, läuft das synchron. Unglaublich coole Geschichte. Toll, wie das gelöst wurde, wie toll und simpel es funktioniert. Ja, wir haben gesagt, dasselbe funktioniert auch am iPad oder am Handy. Ja, wie cool, wenn ihr auf der Bühne auflegt, dann holt ihr mal schnell euer Handy raus und macht dann noch ein paar Beats mit irgendeiner lustigen App. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Ja, dafür suchen wir uns jetzt mal zwei Apps auf meinem iPhone. Das erste ist iMaschine 2 von Native Instruments, also dieselbe Firma, die auch den Traktor macht, die öffnen wir jetzt. So, wo finden wir Link? Das ist ein bisschen tricky, das muss man wissen. Man muss auf das Tempo klicken. Also ganz oben in der obersten Zeile, da sind so 5 Buttons und der zweite ist das Tempo. 122 steht da jetzt. Da drücke ich drauf, dann geht das Tempo-Menü auf und ganz unten finden wir Ableton Link. Da drücken wir wieder drauf und jetzt können wir Ableton Link einschalten.
Und dann gehen wir hier wieder raus mit dann rechts oben. Und sofort sehen wir, dass die sich synchronisiert haben. Und in Ableton Live sehen wir jetzt zwei links, denn nach wie vor läuft auch unser Traktor hier mit und es läuft auch hier unsere App mit. Die sind jetzt schon synchronisiert. Jetzt lassen wir Ableton laufen und jetzt starten wir einfach die Maschine. Ja, läuft auch perfekt mit und macht auch Tempowechsel mit. Großartig. Ich gehe nur kurz in die Einstellungen, drücke also wieder oben auf das Tempo und schalte Ableton Link hier aus, schließe die App und wir starten mal den iCarousilator von Korg. Und auch hier ist das Rezept dasselbe wie bei allen Apps. Wir gehen einfach in die Einstellungen, aktivieren Ableton Link. Hier muss es eingeschaltet sein, schließen es wieder und schon läuft das synchron. Wir sehen in Ableton Link, dass er ihn gefunden hat. Da stehen wir auch wieder auf 2. Ich starte Ableton und starte auf den nächsten Beat mein iPhone. Ja. Der Name iCarousilator ist hier sehr passend, aber auch sofort verschränkt sich das. Ja, nochmal, wenn ihr das in einem Live-Betrieb macht, achtet darauf, dass ihr wirklich eine gute Verbindung habt. Deshalb ist wahrscheinlich es besser, es nicht über das WLAN zu machen, sondern über Thunderbolt oder ein Ethernet-Kabel. Wenn ihr aber einfach nur mit einem Freund Spaß haben wollt und mal gemeinsam eine Session machen wollt, dann läuft das super auch über WLAN, ist kein Problem. Mein Name ist Thomas Foster. Ich sage danke fürs Dabeisein. Immer kreativ bleiben. Cheers. Hi, mein Name ist Thomas Foster. Und wenn du lernen willst, mit Ableton Live einen richtigen Track zu produzieren, wenn du lernen willst, wie man fette Beats, tiefe Bässe, durchdringende Synthesizer und großartige Hooklines schreibt, dann habe ich eine tolle Nachricht für dich. Zusammen mit LaunchpadTutorials.de starte ich einen Online-Kurs mit dem Titel Der Ohrwurm-Produzent. Du lernst Step by Step alles, was du wissen musst, um einen kompletten Song in Ableton Live zu produzieren, inklusive Gesangsaufnahme und Ohrwurm-Garantie. Also ein richtiger Hit. Der Kurs besteht aus 8 außergewöhnlichen Modulen, 2 hilfreichen E-Books und 2 einzigartigen Boni. Das Besondere hierbei, über eine interne Facebook-Gruppe stehe ich dir persönlich mit dem Team von LaunchpadTutorials.de mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem werden wir im Verlauf des Kurses mehrfach Online-Live-Sessions durchführen, wo wir uns per Webcam sehen und miteinander sprechen können. Du kannst mir dort all deine Fragen stellen und mit unserer Software sogar deinen Bildschirminhalt mit Ableton Live übertragen, sodass ich dir persönlich beim Produzieren über die Schultern schauen kann. Jetzt kommt das Beste. Der Kurs befindet sich derzeit im Aufbau. Das bedeutet für dich, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dein Ticket für den Online-Kurs Ohrwurm-Produzent zum Super Early Bird Rabatt zu sichern. Dadurch sparst du satte 50% im Vergleich zum normalen Preis. Der Vorteil für dich, du kannst selbst mitbestimmen, welche Themen wir im Ohrwurm-Produzenten behandeln, weil wir jedes Mal eine Umfrage an die Teilnehmer schicken, bevor ich damit beginne, die Videotutorials aufzuzeichnen oder die E-Books zu schreiben. Den Link für die Anmeldung findest du unter diesem Video im Beschreibungstext. Klicke dort, um dir jetzt gleich den besonderen Super Early Bird Rabatt für dein Ticket zu sichern. Und wir sehen uns anschließend auf der anderen Seite. Immer schön kreativ bleiben. Ich freue mich auf dich. Bis dann.